Ich denke, es müssen mehr Strampler hier. Machen wir das mal so. Das wird aber so nichts, weil ich durch das Wasserding habe. Ja, das kann ich doch nicht hinsetzen. Ich brauche noch Stromstellen. Das ist doch wohl doch was, oder? Ja, da passen Strampler hin. Das heißt Schutztür, Luft, Versorgung, Strampel, Strampel, Strampel. Dann mache ich Strampler. Gut, dann machen wir gleich die Luftversorgung nach vorne dran. So. Die Schutztür ist dann Folge Stromkabel. Jetzt schnell langsam, dass wir nicht verrutschen. So, Verbindung. Die sind verbunden. Wie macht man da die Verbindung? Ich lasse das Kabel mal in die Richtung. So, verbinden. Wir ziehen das da rüber. So. Und dann hier hoch. Das müssten sie eigentlich schon hier kriegen. Dann machen wir dort die neuen Graben hier. Noch das frei. Vielleicht muss ich das auch noch wegmachen. Jetzt hier noch Flash reden. Ist Doki. Das da lassen wir für die Schutztür. So, ich sehe schon das Stargate blinke. Der Kai hat sich nicht mehr gemeldet. Gut, dann bevorzuge ich Schatten X. Oh, Schatten X, blaue Haare wäre für dich perfekt, oder? Bodenloser Magen, du gingst mir, du dich mir verhungern. Wenn ich das so mache. Aber die haben alle Wimpern, das sind Ladies. Koch, ich brauche eigentlich einen Koch. Ja, Koch wäre dabei, ne? So, ich lasse mir noch die Pause, weil die haben ja jetzt hier das Berufssystem eingefügt. Ich brauche dich als Koch. Ich habe nichts und du machst. Oh, ja, du machst jetzt Koch. So. Schatten X. Der sorgt jetzt für die leckere Pampe-Riegel. Vom Schatten X schmecken die Pampe-Riegel einfach besser. Gucken, er hat zwei Hütchen auf. Gut, das mit dem Strampler, das ist jetzt so, ja, ein bisschen weit weg. Wenn ich das aber jetzt, ich kann das hier zumachen. Ich kann es hier zumachen und hier öffnen und den Leiter hoch. Das machen wir so, hä? Dann ist der Weg wieder kürzer für die Leute. Das gehört zum Wohngebiet. Die Kabelei können wir besser anschließen. Ich mach da wieder zu, sobald das Tor auf ist, mach ich zu. Das Kupfer hier können wir trotzdem. Das möchte ich trotzdem, dass man das abbauen.
So, dann können Sie die Batterie wieder einschalten, aktivieren, aktivieren und optimieren. Wir haben ja jetzt dann mehr Räder, wo dann quasi alle Kolonisten rennen können. Ja, immer, ja, wenn ich nicht was froh, Hauptsache, du gibst schon Lebenszeichen. Gut, jetzt bauen sie von dort durch. Oh ne, nur zwei. Die haben die Batterie eingeschaltet. Gut, jetzt ist offen, jetzt bauen sie die Leitern, dann kann ich schon hinzumachen. Die Technik hat jetzt hier hingespritzt, ich hoffe es nicht. Nee, sie baut sich die Leiter, dann kommt es auch raus. Ja, gut, kommt raus. So, die Laufräder sind mit der Batterie verbunden. Hier haben sie zugemacht. Was ist denn das? Schleim. Okay. Weiß ich halt auch noch nichts damit anzufangen, ne? Material, das will man nichts sagen. Ich würde sagen, wir bauen uns mal zu dem Geysir, weil das echt ein gutes Wasservorkommen machen könnte. Das müssen wir uns da noch hinbauen, aber ich habe hier da eigentlich auch schon den Auftrag gegeben, dass das gemacht wird. Und wenn die Runde nichts mehr zu tun ist, dann werden sie wohl in der Luft gehen. Das richtig, dass ich da gleich das Dreckwasser mit dem normalen Wasser vermischt. Kann ich das nicht wegmachen? Ja, alles klar. Natürlich lassen sie sich jetzt Zeit. Dann zumachen. War ja klar. Ich müsste eigentlich über Rohrsystem den Geysir hier reinleiten, das mit Dämpferbinde und voll laufen lassen. Gut, wie weit ist denn die Forschung? Fanny ist schon ganz grün. Und Bobby ist auch grün gewesen. Ich hab doch kranke Blitze. Ja. Haben wir keinen Arzt? Gibt es einen Arzt in Oxygen?
Also wie gesagt, ihr könnt ja ruhig Tipps, wer sich auskennt, kann Tipps da lassen. Wie man hier besser überlebt. Was ganz dringend gemacht werden muss und nur immer her mit den Tipps. Ich gehe mal davon aus, dass der Forschungstisch schon mal zu langsam ist. Alle losende Kopfhänge, es ist ziemlich braun überall. Oh, oh! Also hier vorne ist schon echt die Luft viel besser, boah. Viel, viel besser. Und wenn du die Schutztür hast, dann leuchtet sie richtig gut. Also lufttechnisch scheine ich nichts verkehrt zu machen. Da hinten, klar, hier ist alles so dunkel. Aber das wird. Forschungsstation fehlt. Ich hab doch einen. Nahrungsmangel, Verhungerung. Unerreichbare Nahrung. Warum steht denn da unser Koch nicht drauf? Zyklus, haben wir jetzt schon überlebt. Ist das gut? Mit die Schutztüre ran, können wir viel besser Bereiche abschließen. Forschung. Auf der Hälfte haben wir sie schon. Ich habe jetzt mal nichts in der Auftrag. Wir haben da oben noch die Buddelaktion. Wir haben hier die Buddelaktion. Die Leiter fertig machen, dann müssten sie anfangen zu buddeln. Da habe ich es abgebrochen. Okay, ich habe nichts. Moment, Mensch. Ich hätte zwei Toilette hier, ne? Also das nächste Mal nicht auf der Leiter. Ja. Also es sind genug Befehle drin. Ich gebe jetzt mal kein Meier. Die sollen das jetzt erstmal erledigen. Sind die Toilette zu weit weg oder was? Ich kann da noch eine Toilette zustellen. Gut, aber das ist dann jetzt echt. Ich war dann jetzt echt bis alles erledigt ist. Jetzt die Toilette noch dazu gemacht. Ich wollte doch nichts bauen. Die verhungern. Jetzt ist wieder der Strom aus. Schon 4 Kranke. Wow.
Fall sind alle krank. Wenn das so weitergeht. Die Tür, Stargate ist auch schon wieder auf der Hälfte. Wird es das bringen, mehr Kochstationen zu setzen? Oder soll ich zum Beispiel. Fähig hat er vorhin gemeint. Mehr kann doch irgendwie instellen. Dass jemand nur Sach macht. Das heißt, du betreust nicht, du kämpfst nicht. Du machst keine Kunst, du forschst nicht. Bediene, dusche auch nicht. Landwirtschaft lasse ich mal drin. Reinige lasse ich mal drin. Baue darfst du. Versorgung. Das ist Architekt. Das machst du mal nicht mehr. Und Grabe machst du mal auch nicht mehr. Du sollst mir echt nur kochen. Landwirtschaft würde ich zu kochen. Tendenziere, sauber mache. Und ja, Sache baue. Schatten nix. Also, bitte, koch endlich. Zahlreich und nur noch. So, da bin ich wieder, hab kurz was ingestellt. Was mir noch nicht gefallen hat. Wenn man die Sache, die man so sieht. An der Seite und so. Wir haben gar nichts gesagt. Sieht man den Chat gut wegen dem Imperium-Symbol? Kann man das so lassen oder ist es euch lieber, wenn das Imperium-Symbol weg ist und der Chat sauberer zu lesen ist? Oder ist es sauberer zu lesen? Viel mehr esse. Ja, das ist mir bewusst. Deswegen habe ich dem Silbern gesagt, er soll doch bitte kochen. Also, ich meine Schatten X. Schatten X soll doch bitte kochen. Das Kochgerät ist hier. Es strampeln zwei. Ich habe hier weitere Strampler eingefügt. Vielleicht mache ich die Strampler hier wieder weg. Kann man irgendwie aufheben und woanders da hinsetzen? Ne, man kann nur zerlegen. Dann zerlegen, bitte. Ne, die Person nicht. Ich will das Gerät legen. Gerät zerlegen. Die neue Geräte auf 109. 109. Und so weiter und so weiter. So, wenn sie die abgerissen haben.